Kixi und ich haben am Release Day Palworld gespielt. Es war sehr, sehr geil. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Folgen. Lasst euch überraschen. Es ist einfach ein gigantisches Spiel. Action. Charakter habe ich schon erstellt. Standard Female genommen am Anfang. Einfach die Haarfarbe geändert. Fertig. Zopffrisur ist die einzige. So, und jetzt geht's los. Sammle herabfallende Äste oder schlage gegen Bäume, um an Holz zu kommen. Öffne mit B das Baumenü. Wähle primitive Werkbank und suche einen passenden Platz zu bauen. Öffne mit das Skivationsmenü und schau den Survival Guide. Das habe ich schon gemacht. Actually. Kann man auch so im Hauptmenü machen. Da stehen interessante Sachen drin. Und ich habe auch probiert. Mit Controller funktioniert es auch optimal. Sehr geil. Denn es gibt ja die Xbox-Version und auch die Steam-Version. Leider sind die nicht kompatibel miteinander. Man kann nicht zusammen spielen. Aber dafür ist das andere im Game Pass. Ja, kriegen wir schon hin. Die gehen wir mal da runter. Weiß nicht, wie geil es ist, dass wir jetzt Mittag starten. Was ist hier? Also nachts. Holz. F. Okay, ich habe schon zwei Holz gesammelt. B, öffne Baumenü. Primitive Werkbank. Ja, das ist die Standard-Werkbank, schätze ich mal. QE. Achso, man kann QE oder man kann mit der Maus gehen. Klar. Bin gespannt. So Comic-Settings-Spiele ist nicht sowas für mich. Da habe ich immer so eine kleine Phobie, aber es ist halt trotzdem geil. Wegen den Pauls, die helfen einem und so. Ich ticke runter? Schnellreise freigeschaltet. Oh, jetzt ist es nachts und wir starten das Spiel nachts. Und dann verlieren wir Leben. Oh, ist hier schön warm. Ich bin schon Level 2, Verbrauchertechnologiepunkte. Öffne deinen Tab-Inventar, Verbrauchspunkte-Status, um stärker zu werden. So, ich habe Holz, zwei Stück. Es wiegt anscheinend bis oben das Gewicht, oder was? 18 und 6 Kilo, ja, genau, stimmt. Das sind 24, kann 300 Kilo tragen. Zwei so Steine wiegen 6 Kilo, okay, gut. Technologien, was haben wir denn da Geiles? Ah ja, ja, okay, das ist ein normaler Tech-Baum. Sehr geil. Erinnert mich auch so ein bisschen an Ark. Wie weit geht's denn überhaupt? Jo. 50? Zielsucher-Sphärenwerfer. Okay. Wir sind bei Level 2. Warte, kann ich da hochschieben? Ja. Okay, das ist Standard. Das hat man anscheinend. Gibt es feste Punkte, die man verteilen kann? Muss man sich das aussuchen oder hat man das ganze Level? Ich glaube, Punkte, oder? Technologiepunkte 7, Antiktechnologiepunkte 0. Es kostet alles einen Punkt, also das kostet 2. Okay. Pallbox, ich glaube, das ist so eine Art Klotz, den klatschst du hin und dann kannst du in der Area bauen. Eine Anlage zur Aufbewahrung gefangener Pauls. Den Pauls in der Box werden nach und nach LP wiederhergestellt. Der Bereich ringsherum ist dein Lager. Genau, das ist halt das Dorfzentrum oder so ein Schmarrn. Sehr geil. Gegenstand, Pauls-Sphäre. Ein Hilfsmittel, mit dem sich Pauls fangen lassen. Das ist anscheinend der Pokéball oder so. Lagerfeuer ist klar, Kiste klar. Das ist Reparaturbank. Sehr geil, dass man Sachen reparieren kann. Denn die haben natürlich auch Haltbarkeiten, gehen kaputt, habe ich auch im Survival Guide gesehen. Und das ist ein Holzbauset. Ein Set, mit dem du das Lager aus Holz errichten kannst, ermöglicht dann den Bau von Fundamenten, Wänden, Dächern, Treppen und andere Elemente aus Holz. Achso, das ist ein Set für alles? Oh, ich sehe da schon Bogen. Oha, geil. Bogen, Pfeile, Beste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, machen wir alles, komm. Scheißegal, machen wir alles rein da. Dann haben wir hier schön alles geskillt hier. So, okay. Aber eine Questing, machen wir mal. Aber was ist denn das? Du hast ungenutzte Statuspunkte? Nee. Ach, Statuspunkte. Ist nochmal was anderes. Hier oder was? Erhöhe Statuswerte, indem du die Punkte verbrauchst. Werte erhöhen. Ah, guck mal. Leben, Ausdauer, Angriff, Arbeitstempo, Gewicht. Also natürlich, wenn ich mehr malochen will, dann brauche ich Arbeitstempo schneller, oder? Na klar, malochen main. Ich würde eher auf Ausdauer was gehen, dass ich schnell weglaufen kann. Ich mache jetzt erstmal einmal Ausdauer. Wie viele Punkte habe ich denn? Achso, eins, okay, passt. Machen wir erstmal mehr Ausdauer. Gut, weiter geht's. Wer ist denn das? Ansprechen. Expeditionsüberlebende, ein Schiffbrüchiger. Jemand, der nicht nach Pals riecht, der ist mir länger nicht mehr untergekommen. Achso, das ist, er ist noch deutsch. Ich muss sagen, aber das Deutsche ist schon krass fortgeschritten bis jetzt. Diese Insel ist die reinste Hölle. Höhle oder Hölle? Muss man mal den Kelly fragen hier. Von denen, die mir herkamen, ist mir keiner mehr am Leben. Oh, hier, dann haben wir zumindest unsere Ruhe. Einer nach dem anderen wurden sie von den wilden Pals abgemurkst. Pass bloß auf dich auf. Gott, ein paar Ressourcen kann ich dir zwar abgeben, aber um hier zu überleben können, musst du dich selbst ranhalten. Dankeschön. 10 Holz, Alter. Wow. How gütig hier ist. Kann ich den boxen? Kann ich den nicht fressen? Also, öffne mit B das Baumenü, wähle primitive Werkbank und suche einen passenden Platz. Jetzt schon?
Okay, das ist nicht so klein hier, aber mein Pfeil ist halt riesig. Okay, das ist mein Hauptding oder was, dass ich jetzt einen Platz suchen muss. Jetzt schon mal anfangen. Okay, passt den Platz, stelle Pauls Pferde her, greife einen Paul an mit so Schwächen, dann wirfe eine Pauls Pferde mit dem Paul. Ja, aber ich kann doch jetzt hier nicht beim Main Spawnpunkt. Hier ist der Main Spawnpunkt, Alter. Man konnte am Anfang auch suchen, wo man spawnt. Ich habe da gespawnt, wo die meisten Pauls und die meisten Ressourcen sind. Hier oben, glaube ich, war immer nur ein Punkt, hier waren 5 und 5 Punkte, falls ich mich da richtig erinnern kann. Okay, dann gucken wir mal. So, ich sammle mal ein bisschen Steine. Was ist denn das für ein Viech? Chikipi. Oder so ähnlich. Ich sammle einfach. Ich würde halt ungern, wie gesagt, direkt am Anfang beim Startpunkt hier was bauen, sondern noch ein paar Meter latschen hier. Jo, das sind so Hühner, oder was ist das? Das sind so Hühner. Holzsteine. Wenn du Hunger hast, sink deine Parameter. Suche dein Inventar nach Essen, Gegenstände und iss was. Rote Beeren. Hälfte nehmen, eins nehmen mit Control. Immerhin schon mal gut. Vielseitige Zutat, die wohl auch roh als verarbeitet schmeckt. Überall auf dem Archipel zu finden. Beerensamen. Wenn ich jetzt links drücke. Nee. Rechte Maustaste. Wem geben? Ihr. Hä, was? Okay. Dann sind wir auf 100 oben. Passt. Ich habe rote Beeren gegessen. Hier ist eine Lautstärke, ne? Tut es ihr nicht weh? Den Baum töten hier. The fuck, okay. Fasern kriege ich auch raus. Okay, ich habe den Baum geboxt. Aber ich kriege keinen Boxschaden. Oha, und man kann auch während die Ausdauer aufbaut nichts machen, habe ich gesehen. Und wir haben schon wieder Tag, sehr geil. Wie viel kriege ich denn schon? Wenn man Ausdauer aufbaut, kannst du nichts machen. Kannst auch nicht laufen. Okay, da müssen wir echt aufpassen beim Kämpfen dann. Anscheinend ist Steuerung rollen. Ich wollte das auf seitliche Maustaste tun. Ich bin das gewohnt, seitliche Maustaste rollen. Geht aber nicht. Du kannst diese Taste nicht verwenden. Dann dachte ich mir, okay, dann setze ich mir ein Profil bei Logitech und mache halt die Steuerung-Taste dahin. Habe ich aber noch nicht gemacht. Da ist Ducken. Ah ja, und ich möchte halt auf Steuerung ducken, weil ich habe bei jedem Spiel auf Steuerung ducken. Oh, guck mal, so sieht es am Tag aus? Oha, was ist das hier? So, jetzt können wir zumindest die Gegend uns ein bisschen anschauen. Oh, da ist so eine Kiste. Das Ding ist, wo bauen wir denn hin? Das Spiel zwingt mich jetzt mehr oder weniger, schon ein Lager zu bauen. Ich habe mir das noch gar nicht angeschaut. Wie viel Platz brauche ich da? Ich will eine gerade schöne Fläche haben. Sieht aber schick aus. Ist ein DirectX 11 Game, habe ich gesehen. Ist der anscheinend deren eigene Engine oder so? Oder ich habe nicht... Wer war das bei Enshrouded so? Ich weiß gar nicht. Ich habe da ein bisschen gelesen. Also bis jetzt Ressourcen, Fasern, Beeren, oh, Steinholz, okay. Wer ist denn er? Krass, wirkt aber sehr flüssig und gut. So, was mit Gewicht? Ah, oh, 197 von 300, klar, easy. Das muss ich safe noch steigern, wenn ich da... Oh, Kisten. Öffnen. Yo, Goldmünze, Stein, Pfeile, Stahlschlüssel, geil, hier. Ein Schlüssel zum Öffnen verschlossener Schatztruhen. Pfeile, Goldmünze, die Währung von Palapagos, Händler, kann getauscht werden. Gut, geil. So ein bisschen Dingseffekte sind trotzdem noch da. Verschwimmungseffekte, Motion Blur, auch wenn ich es komplett ausgeschaltet habe. Oh, sind die böse, die Leben haben? Das Ding ist, wo bauen wir jetzt? Hier? Hier schön am Wasserfall? Hier schön am Wasserfall oder was? Schauen wir mal da rein. Stirbt man da und geht das? Nee. Achso. Man kann schwimmen. Cool. Jetzt hätte ich das Spiel in Northern Survived hätte ich jetzt dunkler gemacht. Aufheben. Luftmunk-Statue. Opfere seine Statue der Kraft, um ein Geschick beim Fangen von Paul zu verbessern. Jetzt hat die schon wieder Hunger, Alter. Ach, die halten nur so lange. Ach so, rechte Maus, was die benutzen. So, wem geben ihn? Wenn wir hier in der Nähe des Wasserfalls bauen, hören wir die ganze Zeit den Wasserfall. Also, einerseits nice, andererseits bestimmt nervig. Ja, hier ist eine schöne Fläche. Ich weiß auch gar nicht, wie groß ich das brauche, das Ganze. Erstmal die Insel noch ein bisschen weiter anschauen, wo man bauen kann. Hier ist ja auch geil. Aber hier ist nicht so gerade. Das wirkt sehr groß, aber wenn man so spazieren geht, ist die Insel schon fertig.
Jo, was haben wir denn hier? Ach, das ist da auch Gebiet unten. Oha, Knochen. Einerseits weiß ich, dass das Spiel so Gleiter hat, dann kann man irgendwie oben bauen, damit man überall hinkommt. Wenn man unten hinbaut, dann muss man immer wieder hoch. Wenn man oben hinbaut, muss man trotzdem mal wieder hoch, hä? Ja. Ja, ich mach hier. Bären sammeln, geht das? Ja. Yo, Level 3 Main. Level 3 Main, schau mal, was wir skillen können hier. Werte erhöhen, mach mal Gewicht, komm. Bin hier am Farmen die ganze Zeit. Mach mal hier. Ist aber links, rechts nicht so groß. Ist so wie eine komische kleine Straße. Der Wasserfall. Oh, das Wasser. Dann mach mal hier weiter hinten. Ja, okay, keine Ahnung. Ich mach jetzt mal hier. Tiefe Werke soll ich bauen. Okay, damit habe ich aber nicht direkt. Warte mal, ist es das Bausystem? Halten, stornieren, C. Okay. Habe ich. Stelle eine Palsphäre. Achso, ich muss ja nicht direkt ein Basisding suchen. Das ist nur so. Okay. Rezept wählen. Palsphäre. Palladium-Bruchstück. Ein Hilfsmittel, mit dem sich Pals fangen lassen. Ist Massenware und wirkt deshalb nur bei schwachen Pals. Und das. Und die Mats? Vielleicht muss ich schon eins töten. Und scharf umboxen, Alter. Yo. Hi. Oha. Oha. Lol, wie süß. Das ist Level 3, das Ding. Ah. Hau hin. Sorry, ich dachte, ich muss wie nah es da dran zoomen, wenn du recht was drückst. Sorry, ich dachte, ich muss dich töten. Fleisch als Himmel. Lamballfleisch. Wolle. Stahlschlüssel. Stelle Palsfälle her. Greife einen Pal an, um ihn zu schwächen und wirft. Okay. Aber ich kann Palsfälle nicht herstellen, weil ich brauche ein Palladium-Bruchstück. Das ist vielleicht das Ding, was so leuchtet. Ja, das sind diese leuchtenden Dinger, glaube ich. Dann stelle ich mir mal eine Spitzhacke erstmal her. Kann man da F drücken? Nee, Spitzhacke. Halten, arbeiten. Ach so. Ah, das, okay. Ich muss gedrückt halten. Spitzhacke, ja. Oha. Hier geht auch ohne rechte Maustaste. Rechte Maustaste ist nur schlagen. Nice. So, nehme ich mir aber hier noch Steinaxt. Nehme ich auch mit. Produktion beginnen. Gibt's kein EQ oder was? Steinaxt, okay. Rezept wählen. Holzkeule. Oh, machen wir auch mal eine. Sind denn die Sachen? Wegen Inventar erhalten. Und dann noch eine Fackel, ja. Hier einfach alles gedrückt halten hier, geil, okay. Mach mal. So, schön. Und wir halten für alles Punkte zum Level Up. F erhalten, gut. Oh, Waffen. Habe ich alle in der Hand. Kopf-Accessoires, Nahrung, Nahrungsslot. Kleiner Futterbeutel wird benötigt. Ich versuche mal, gut, das Spiel wird es mir ja gleich sagen. Gell? Ich wollte halt schon grillen, das Fleisch von denen. Ogen nehme ich safe. Wie viele Punkte haben wir denn? 5. Pfeile, ja klar. Bett. Strohbett. Reparaturset, Stoff. Ich kann das nicht. Jetzt kann ich schon nicht alles lernen. Schläft ein Mensch drauf, werden im LP jetzt wiederhergestellt. Leg dich abends schlafen und die Zeit bis zum Morgen vergeht wie im Flug. Geil, man kann die Nacht über schlafen. Um darauf schlafen zu können, muss es an einem überdachten Ort aufgestellt sein. Okay. Falls sie nachts am Bett schlafen gehen, regenerieren ihre Gai. Gai. Die kein Bett haben, kein Gai. Erholsamer Schlaf ist eben wichtig. Reparieren Gebäude, Stoff lässt sich vor allem von Wolle herstellen. Ich habe ja schon geschlachtet, komischerweise. So, zack, 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 wunderbar, sehr geil, cool, Mitte der Maustaste, scrollen, was ist die Taste 2, 1, 2, wie kam ich denn auf diesem Menü hier, der seitliche, ich weiß nicht, so,
Gut, dann holen wir mal da vorne so ein Ding. Das da. Ich glaube, das ist, was du brauchst für den Paul-Ball. Jawohl, hack, hacke die Hack. Das. Jo, das war jetzt laut. Okay, Paul-Bruchstücke, super. Gewicht 196. Was ist denn das eigentlich? Ist das Stein oder sind das irgendwie alles? Erz. Einfach Erz, aber was für ein Erz? Nur Erz, okay. Oh, Gewicht ist. Die sind nicht einfach. Sind nicht leicht. 68. So. Stell mal so eine Palsphäre her. Hey, zum Glück dauert das Herstellen. Geht das schnell. Und nicht, dass du ewig brauchst. Ich würde mir so einen Bogen sogar bauen wollen. Rezept wählen. Steine brauche ich da. Ja, kloppt mir doch einfach ein paar. Oh, Gewicht. Hast du 350, habe ich ja schon. Oha. Yeah. Ist schon ein bisschen laut, ne? Machen wir noch auf 90. Keine Gegenstände, Warteschlange. Achso, Warteschlange geht doch. Oh, ne, ich hab's verpeilt. Ich brauche Holz und Fasern. Ding habe ich ja genug. Steine. Wechseln wir mal das. Okay, jetzt habe ich... Jetzt bin ich halt zu schwer. Kann ich dann rollen? Nee, rollen? Geht nicht, nee. Dachte, ich kann rollen. Ja, Gewicht werde ich dann schon noch pushen. So. Geht nicht, ne? Fasern fehlen ein paar. Welche Sachen kann ich dir jetzt so einfach hinwerfen? Hälfte Shift abwerfen. Zack. Okay. Passt doch. Mal schauen, ob das da liegen bleibt. Ich brauche halt Fasern. Fasern ist anscheinend ein Nebenprodukt hier vom Holz. Oh, man kann dann irgendwann gar nicht mehr gehen. Okay, ich verstehe. Shift und abwerfen. Gut. Schaut's aus, wie viel brauchen wir hier? Jawohl, ich wollte einen Bogen machen. Produktion beginnen. Kann man denn nicht die Q? Wie kommt man nochmal ins Ding rein? Ich gehe nur. Okay. Ich wollte eigentlich Q noch Pfeil reinmachen. Ich glaube, wir müssen genau machen, was da steht, ne? Weil das sagt uns dann alles. Ich bin halt einfach der selber entdeckt. Ich. Keine Quest. Quests im Survival, Open World. Okay. Bestimmt das, was wir alles machen, müssen wir nochmal machen, weil das Spiel uns das sagt. Sorry. Greife ein Pal an, zu schwächen, wirf Q, suche einen flachen Stecher. Ja, okay. Aber er hat doch kein scheiß Schaf, oder? Du hast kein Schaf. Wo hast du denn einen Bogen hingetan? Anstatt Fackel. Willst du ein Schaf uns holen? Die schauen halt so unnütz aus. Was cool ist, auch nicht so ein scheiß Schaf. Ich will mal so ein Huhn. Okay, wenn es Schwäche ist. Yo! Fangwahrscheinlichkeit 73%. 100, hab's. Mit Steuerung ist so nervig mit der Rutschstummel. Ich habe meine ganze Tastatur gerade verschoben beim Rutschen. Nee, was habe ich getan? Achso, ich wollte nur eins sagen. Ich habe E gedrückt. Ist das meiner? Ich weiß nicht, wo ich die Kamera hin tun soll. Es steht überall irgendwo ein Text, Alter. Steht überall irgendwo ein Text. Kann ich denn noch eins fangen? Nee, ich brauche jedes Mal eine eigene. Okay. So, Pal-Anweisung. Pal-Rufens Pferde werfen. Schauen wir uns den mal an. Wie heißt das Ding? Chikipi heißt das. Chikipi. Erstmal hier Inventar. Ausdauer mal erhöhen. Und nochmal Gewicht. Okay. Team Chikipi. Neutral. Wie? Achso, den Namen kann ich ändern. Oha, das ist ja geil. Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal ein Ei legen. Hackordnung. Schon wieder so viele Sachen, ey. No joke, ich weiß nicht, wo ich mich hin tun soll. Überall stehen Texte.
freier Slot. Passivfähigkeit, ein guter Läufer. Bewegungstempo plus 20. Hitzkopf. Mehr Eischaden und Masochist. Wird sich selbst gerne verletzen oder was? Ja, so ein Verrückter. Ach, nee. Verteidigung 15 und Angriff minus 15. So, okay. Das Ding ist cool anscheinend. Technologie. Ein normaler Schild. Mysteriöser Schild generiert sich automatisch, nachdem einige Zeit lang keinen Schaden nimmt. Das klingt gut. Jo. Steinspeer. Futtertrog. Bauwerk. Alarmglocke. Schlingenfalle. Oh mein Gott, das sieht pervers aus. Ah, Kleidung. Mal Kleidung. Faldex. Also ich kenne Lambal, ich kenne Kativa und ich kenne Chikipi. Extrem schwach und extrem lecker. Gehört zusammen mit Lambal zu den schwächsten Pauls. Egal wie man sie jagt, irgendwie tauchen sie immer wieder neu auf. Okay, ich habe genau den richtigen Scheiß gezähmt. Der halt nichts kann hier. Okay, Gott. Aber man muss ja irgendwo einen Anfang machen, ne? Such dir eine flache Stelle und baue einen Palbox, um das umliegende Gebiet zu deinem Lager. Greife deine Palbox zu und rufe den Paul ins Lager. Öffne mit Tappen, benutze Essensgegenstände, um den Hunger zu stillen, genau. Schau mal, ich kann das ja auch mir geben oder ihm geben. Dann muss ich dir jetzt auch noch füttern, hä? Hey. Krass. Wild. Ja, dann bauen wir halt hier so eine Palbox. Wir haben uns ja schon eigentlich so ein Ding da festgelegt. So ein Platz. So ein bisschen. Was flattert dieses Viech? So ein Ding würde ich gerne haben. Aber jetzt mal schauen. Eier legen will das Ding oder was? So. Liegt denn hier? Wolle, okay. Habe ich ja schon. Wenn ich jetzt hier sage, du, Taste E. Was war das jetzt? Ich habe E gedrückt und dann? Ach so. Ich habe das... Ah. Den Ball rein und raus tun. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ah ja, hier vier. Streicheln. Okay. Ja, gut. Ich glaube, ich weiß schon, einer der ersten Settings, die ich im Server verändern werde, ist mehr Tag. Tag doppelt, Nacht die Hälfte. Zack. Er greift ihn mal an. Ja, und jetzt habe ich gesagt Angriff und dann? Halt anweisen, vier Sphäre werfen, rufen. Greif doch mal dieses Ding hier an. Diesen scheiß Schaf da. Vier? Befehl Angriff ein. Achso, Angriff einstellen, setzt er zum Befehl. Er geht doch hin. Greif doch an. Yo, oha. Das ist ja hier. It's like that, Run DMC hier. Check this out. Yo! Befehl Angriff. Greift er dann an, wenn ich zuhaue oder was? Ah ja, okay, okay, okay. Oha! Guck mal an! Geht voll ab hier. Ich muss ja dich erst einmal angreifen. Okay. Sie anscheinend verpisst. So. Wo ist denn eigentlich unsere Werkbank? Ist sie noch irgendwo? Marmorrest. Oh, das ist Level 38. Was ist denn das? Irgendwas krasses oder was? Gut. Ja, ich würde sagen, machen wir das mal. Was da steht. B. Suche den Stellenbau eine Palbox. Okay. Palbox. Ja, mache ich. Will ich machen zumindest. Kann keine Palbox bauen. Habe ich nicht geskillt oder was? Normales Schild, Gegenstand. Palbox, hier. Eine Anlage zur Aufbewahrung gefangener Paul. Ja, ja, Palbox. Kann ich die hier bauen oder was? Pals Pferde, Pal Keule, Stein, Axt, Stoff, Pfeil.
Alter Bogen. Baue eine Palbox. Ach so. Ah, die Produktion. Ach so, das, ach, das ist, dachte ich, ausgegraut. Ich dachte, das ist ausgegraut. Ist es nicht. Escape. Das ist nicht ausgegraut. Das wähle ich so aus. Guck mal, ich dachte, also mit der Maus darf ich das nicht. Ach so, das betrifft Produktion, das die Pals, Aufbewahrung, das ist nochmal die einzelne Kategorie, Nahrung. Okay, ja, ich verstehe. Check, check. Dann tun wir mal hier so eine komische Box da rein. Hab ich. So. Greife auf deine Palbox zu und rufe ein Pal zum Lager. Bauen erstmal. Tun wir das Ding erstmal hochziehen, Digi. So, Paul Management F. Läuft nach Pablo zu Rufe eins ins Lager. Guter Läufer. Können einfach da einlagern, okay. Schnellreise, Lagerverbesserung, Management. Läuft nach Pablo zu Rufe ein Paul ins Lager. Habe ich doch, Lagerverbesserungen. Bei Holztruhe setze ein Paul für eine Arbeit im Lager ein. Ist wieder draußen. Schnellreise. Okay. Wieder hier oder was, der Typ? E? Greife auf deine Paulbox zu und rufe ein Paul ins Lager. Zugreifen? Hier? Ah, get it! Check, check! Ich komme mit dem Komet, der zweimal einschlägt, na klar! Deine Pals in deinem Lager frei und suchen sich selbstständig Aufgaben, die sie verrichten können. Ach so, deswegen, wenn, hier, wenn sie zugeteilt sind, das ist nur so eine Box. Ich verstehe, verstehe. Check, check, komm mit einem doppelten Kometeinschlag. Ja. Ich glaube sogar, dass hier weniger angezeigt wird und hier so. Den normalen. Hier aber auch hier höher sein irgendwie. Wenn du ein Level aufsteigst, öffne mit Tab dein Inventar und versuche den Status zu verbessern. Habe ich schon. Fange 5 Lammball. Ein und erhalte Erfahrungspunkte als Bonus für deinen Paldex. Fange 30 Pals, um Level zu erhöhen. Das sind doch Schafe, oder, die Dinger? Ich brauche erstmal so einen komischen Ball wieder. Warte. F. Hier. Was fehlt mir denn für mehr? Holz, Stein. Okay, echt alles. Ich habe ja hier... die Sachen liegen lassen. Ist es despawned, das Steinding? Anscheinend nehme ich halt von hier. Oh, ohne Fackel ist mir kalt. Check, check, komm mit einem Doppelkometeinschlag. Alles klar. Der zweimal einschlägt. Wechsel wieder auf die Dinge hier, komm. Wieder warm. Paul, Dings da. 5. Let's go. Kann sie jetzt helfen? Oder er? Dieser Paul ist gesund und munter. Guter Läufer, Hitzkopf, was auch ist. Gel oder Guy, 96% von 100. Okay, kann nur ich machen. Warte, was ist, wenn ich die Fackel fallen lasse? Ja, brennt sie nicht. Das ist einfach ein Rucksack. Okay, lol. Verstehe. Gut. Dann nicht. Ich dachte, ich kann hier... kann ja am Boden Licht machen. Holz, die kein Bett haben, bekommt schlechte Laune. Ich gebe dir gleich schlechte Laune. So, brauche ich dann 5 Betten oder was? Ich schlage eher mit dem hier zu mir. Das Ding brennt. Oha. Stopp. Nicht töten. Kuh. Okay, wir haben es anscheinend gerippt oder was? Entschuldigung. Ist das nicht einfach so fange? Geht nicht. Warte mal. Wow. Du hier? Hab's. Warte mal. Wie war das? 4 Angriff einstellen. Ich mach das hier selber. Ist das nicht mehr da, oder was, das Ding? Das ist tot, oder? Leute. Das ist ja selber so ein Pokéball.
Okay, ich muss 5 von denen fangen. Passt. Machen wir weiter. Prozent bloß. Ich muss es halt mehr hauen, ne? Aber mein Ding greift trotzdem an, mein Freund da. Ich muss da auch treffen. Ich dachte, ich kann einfach daneben schmeißen. Ah, ich habe keine Sphären mehr. So eine Scheiße. Tut mir leid, da müssen wir die ganze rippen. Was denn jetzt? Ich habe F gemacht und jetzt? Ich nehme den mit F immer auf, wenn ich in der Nähe bin. Wir brauchen noch Boxen. Kann ich denn nichts anliegen? Also, nichts in der Hand haben? F. Achso, diese Bruchstücke da wieder. Müssen wir farmen gehen hier. Hier. Wir brauchen einen Paul, der mal locht hier für uns. Wir brauchen einen Paul, der mal locht hier. Laut! Kann ich denn nichts anwählen? Leere Hand. Ich hab alle herstellen, jedes Mal noch neben, okay. F gedrückt halten. Achso, einfach F gedrückt haben, natürlich alle herstellen. Okay, geil. Ich will den jetzt hier lassen, den Typen. Mach das halt einfach. Ach, das ist der andere. Lol. Flauschiges Schild. Der Paldex erhöht hier. Kommt auf abschüssigen Wegen leicht ins Rollen, weil ihm dabei schwindelig wird und es nicht mehr auf die Beine kommt. Steht ganz unten in der Nahrungskette. Naja, check, komm, doppelten Kometer einschlägt hier. Ja. Mögliche Beute, Wolle oder Lammfleisch. Und hier mögliche Beute Ei und Chikibi-Fleisch. Gut. Das Ding ist... Wie sage ich dem, dass sie... Kommen wir noch mal rein, ist der E, oder? Ist der andere? So. Level 1, wenn ich ihn einmal anschieße, ist er doch tot, oder? Stopp. Was ist denn? Ich habe die anderen vorbeigeworfen. Mann. Sind die da nicht mehr in der Welt zum Einsammeln? Aber du Typ hier, geh doch weg. Warte, ich muss die mal hier einlagern. Geh doch weg, Alter. Geh doch mal hier, da, dahin. Geh doch mal dahin, dass du nicht immer da und drum rennst hier und mich störst. Dass das so nah ranzoomst, ist ein bisschen wild. Mittlere Maustaste. Boah, zurück. Nee, geht nicht. Krieg ich denn nichts in die Hand? Willst muten, kannst du aber nicht. Komm, die linke Maustaste. Loslassen. Okay. Moin, der schaut schon mal fies aus. Der schaut fies aus. Wir machen jetzt mehr von diesen komischen Paul Walls. Dein Holz, okay. Gut, mach mal. So, wir sind immer noch bei der Quest hier anscheinend. Fange 5 Lammballs, okay. Yeah. Aber sie sammeln automatisch auf. Ich muss gar nichts machen. Ich muss gar nicht F drücken. Die ist hungrig. Die ist hungrig. Wir haben ja schon ein Ding gelernt hier. Du schleppst so viel Gegenstände. Ja. Okay. Der scheiß Hunger. Nicht nur noch ein paar Beeren essen hier nimm. Lass uns mal Lagerfeuer bauen. Das ist bei B. Dann gehen wir auf Nahrung. Lagerfeuer. Dann F gedrückt halten. Das Bausystem, sage ich euch. Rezept wählen. Lammball Kebab. Okay. 25 Arbeitsmenge, Produktion starten.
Sollen wir, also wir haben ja so ein Lambo, es wäre geil, wenn man den helfen lassen könnte beim eigenen Grillen hier. Also beim Eigengrillen seines eigenen Volkes. Das wäre wild natürlich. In der Zeit kann ich ja noch Balls herstellen hier. 9, okay, let's go. Witzig gemacht, witzig gemacht. Und ich bin gespannt, was für Fähigkeiten diese ganzen Pals da haben, wie man es nutzen kann. Mal schauen, ob es mir nicht so ein bisschen zu kindlich wird, aber es passt schon. Das sind ja nur so, die Pals sind ja nur so Helfer im Endeffekt. Ist ja trotzdem ein Survival-Spiel. Sehr cool bis jetzt. Okay, jetzt habe ich 9 Stück. Das Ding dauert aber lange. Halten Arbeit, Mathe. Oha! Yo, wie geil! Krass, die Pfanne Main. Oho! Sehr strong. Erhalten. Sind sie nicht zu heiß, oder? Hält 20 Minuten. Rechte Maus, was zu benutzen. Hier. Ja, sofort voll. Sofort voll hier. Okay, dann fangen wir noch ein paar Teile. Wenn wir noch ein paar Pfeile machen wollen, die waren bis jetzt so Lagerfeuer. Was brauche ich da? Steinholzfasern. War das nicht gerade Bogen? Ich depp. Habe ich nicht gerade beim Bogen geschaut? Warte. Wer ist er? Hi, hallo, stopp! Mein Lager hier. Willkommen, fahrender Händler. Schau dich gerne um. Ein Fahrer damit, was fährt er denn? Kaufen. Pfeile kann ich kaufen. Hasenohren. Bauplan. Schalt das Rezept für Hasenohren. Okay. Hexenhut, Bauernhut, Melone, Medizin. Oh, klingt gut. Kostet 71. Ich habe wie viel? Starke Medizin. Ei. Gut, kann man. Rote Beeren, das kann bis jetzt Loot. Medizin würde ich. Also 800, Gras. 500. Achso, ich habe 71. Das steht hier. Ich habe 71. Ja, durch Verkaufen. Fantas Erze Neufarm. Wenn ich jetzt klicke, ich habe 71. 51. Das geht ja. Das geht ja echt. Okay. Ja, kaufe ich dann schon noch. Ich habe nur mal schauen. Jetzt habe ich ihm halt mein Erz gegeben, was eigentlich jederzeit farmen kann anscheinend. Pfeile hier. Let's go. Macht er dann alle 12 mit dem oder muss ich einzeln die herstellen? Ah, immer 3, weil es dann 3 Set ist, okay. So, wir müssen noch laut Quest Dings da machen. 3 fangen, 3 von den Schafen. Und jetzt können wir auch aufsteigen nochmal, Status verbessern, damit das auch abgehakt ist. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Wir brauchen Betten. Setze also ein Pal für Arbeit im Lager ein. Baue Holztruhe. Mach mal gleich alles. Erstmal verbessern. Ich mache jetzt Arbeitstempo einmal. Passt. Auch abgehakt. Okay, das wird immer noch da. Moin. So, ich gehe mal noch ein paar Pals fangen. Sieht man auf der Karte, wo das Lager ist? Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Punkt setze, Marker, hier, Sternchen, wird mir hier oben angezeigt. Wird mir das Sternchen oben angezeigt? Ja, da, okay, cool. Das Lager wird mir auch angezeigt. Hier ist der Händler. Lager ist welche Farbe? Das hier, ne? Das hier, dieses Schloss. Ja, nice. Cool. Haben wir da oben Kompass. Okay. Wir brauchen noch ein paar Schäfchen. Wow, geil, was ist denn das für einer mit Hütchen? Machen wir gleich. Easy. Yo, wie geil. Okay, das ist nice. Das ist nice. So funktioniert's. Die porten sich halt nur manchmal irgendwo hin. Oh, was ist das für einer? Hokrates? Der schaut aus wie so ein Böser eigentlich. Mit so einem Hut, wie geil. Ja, vorhin waren hier 1000 Schafe, ich habe die alle so gekillt. Ich sag mal, aus Versehen, Lul. Baue dein Lager aus und erhöhe die Lagerstufe auf 7. Ja, ja. Müssen diese Quests die ganze Zeit da sein? Ich mach das ja eh der Reihe nach, mein, das Ganze. Ah, schau mal, sogar da erhalte ich Palladium. Bruchstücke. Palladium, sorry. So, suche Schafe.
Ah, für Springen gibt's extra Ausdauer. Verbrauch. Suche zwei Schafe. Ah, hier ist noch. Wieder. Stein. Yo. Okay, angespannt halten macht mehr Schaden. Na klar, logisch. 98, 99. Hab's. Geil. Nee, ich hab's aber falsche gefangen. Das war gar kein Schaf. Das war so ein scheiß Huhn wieder. Oh mein Gott. Und ich dachte, geil. Geil, aber das nächste Schaf. Ja. Yeah. So ein scharfes Huhn. Ein scharfes Huhn. Ah, hier, hier, hier. So, zack. Zack. Jetzt hat. Hat nicht geklappt. Oha. Yo, 5. Geil, hab ich. Aber ich wollte ein anderes. Fange 30 Pauls. Okay. Nimm deine Ausrüstung und deine Pauls. Mach dich bereit und besiege den Boss-Turm. Jawohl. Was ist denn das? Oh, Level 9, Level 11. Oha. Das ist dein Eik. Muss man den immer so schweren Namen geben? Kann man denn nicht Rolf, Golf, Olf, Agnes oder Anita, Andreas nennen? Muss man immer Eik. Was? Kann man den nicht normalen Namen geben? Wisst ihr, was ich meine? Die werden mich so rippen, Mann, Level 11, die werden mich so rippen. Oh nein, ich bin umgebracht. Oh, sorry, ich wollte dich eigentlich zähmen und für meine Zwecke missbrauchen. Jetzt habe ich dich umgebracht. Ich glaube, es ist besser so. Der Tod. Ist da die bessere Wahl, Option? Digga, fast tot. Oh! Ich hab nicht gedacht, dass sie so viel abziehen. Sorry, 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 sorry. Bin wieder lieb, bin nur lieb. Bin Kuschelpeter. Sorry. Jetzt sind wir mit. Achso, scharf, ich brauche keins mehr. Stopp, stopp, hör auf. Nicht schießen. Wie kann ich dann. Yo, der kommt noch. Yo, 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 yo. Oh. Entagron. Will dich haben. Hallo? Nee. One-Shot. Sorry, ich hab schon wieder einen von deiner... getötet. Was? Hä, ist das so laggy gerade hier? Oder was ist das hier? Also dann scheint diese Aufstiege nicht so perfekt. Komm. 86, 87, 99, yes, hab ihn. So, jetzt müssen wir nach Hause. Müssen wir kurz recken, ey, boah. Hör, was ist das? Dinosom. Was zum Teufel? Du kannst bis zu 5, okay, bis, ja. Hi, bist du nett? Hallo? Hallo, wie geht's? Krass. Halt mal arg hier. Hä, die sind in meiner Nähe hier? Hier das Leben reckt. Reckt das Leben schneller, wenn ich was esse hier. Die rechte Maustaste. Gäxle.
gib denen das Fleisch einfach von seinen Freunden. Ich habe schon so ein Level 3, alles gut. Okay, jetzt machen wir mal, müssen wir mal schauen. Wir holen die mal raus alle. Level 4. Ich will den hier im Lager. Hallo. Was kann denn der? Wo geh ich denn hin? Yo! Was zum Fick? Der holt anscheinend Steine. Der ist zum Teufel. Macht der? Okay, der stößt sich den Kopf, also der farmt. Scheiß auf die Schafe, ich brauche nur solche, die Malochen. Das ist mein erster Malocher! Main! Wie geil, mein erster Malocher, yeah. Okay. Ich muss ein Team aus Coolen haben, nicht nur aus diesen komischen. Ich kann's Lager auf boosten. Warte, Lager verbessern, V. Baue Holztruhe. Mach ich. Holztruhe, B. Aufbewahrung, hier. Bauen wir Holztruhe. Ja. Zack. Warte. Ja, wie geil, guck mal. Oha. Der Bro hat geholfen. Oder Robert, ich weiß. Zum. Hä? Der malocht wirklich. Das ist ein guter. Das ist ein Feini. Was macht? Der arbeitet. Warte mal kurz. Holdex. Was ist denn mit dem Handwerk? Sammel? Bergbau? Aber der hat doch Holz gemacht. Cool, Transport. Rote Beeren. Wenn Katvia im Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht. Jo. Geiler Typ, Mann. Kativa meine ich. Sorry, nicht Katvia. Kativa. F. Der sammelt einfach alles ein. Tut's da rein. Geil. Warte, wenn ich jetzt hier hingehe und was grille, hauen wir uns ein Spiegelei rein. Action. Okay, der hilft beim Kochen nicht, aber der sammelt einfach. Ich will noch so einen. Wie geil. AW-Somme. Ohne Scheiß. Cool. Ich suche gerade das Ei. Wo ist denn das hin? Das erstmal nehmen, okay. Hat Ei gegessen. Ach, Bären kann man noch grillen. Chippe Spießchen, Lamba, Kebab und mal ein paar Spießchen machen. Okay, lass mir die da gemütlich. Da geht wirklich mal hoch. Okay, also einsam muss man es noch mit der Hand anscheinend. Ah, ne, er trägt das Ding rein. Das sind ja fast so Produktionsketten hier irgendwie, dann kann man hier gründen oder was. Lol, der trägt das da echt hin. Also der ist bis jetzt mein Liebling. Der geht mal laufen für mich. Wie geil. Scheuer. Einfach mal laufen geht der. Brauchen nur jemand, der hier dann irgendwelche Kugeln herstellt. Wir machen nichts selber mehr. Haben kein Bett, schlechte Laune. Ja, ich warte, ich muss Bett bauen für die. Erhöhe dein Lagerhaus und erhöhe Lagerstufe 7. Ja, ja, was ist? Kälte, ich muss meine Fackel in die Hand nehmen. Warte. Ja. Verbessern. Lager verbessern. Zack. Habe ich. Baue mieses Bett. Oha, das klingt aber nicht nett. B. Aufbewahrung, Produktion. Mieses Bett. Ja, aber das ist ja für mich. Holz. Warte, hier haben wir doch Holz drin, oder? Ja, okay, da zwei Holz. Wie tut man da rausnehmen? Doppelklick. Rechte Maustaste, okay. Aber mit dem Hörstich gerade anzulegen. War schon anders wild. Baum fällt! Wie schnell das Leben sinkt. Keine Fackel habe. So, jetzt hat kurz wärmen. Und wieder weiter. Geil, ist cool gemacht hier bis jetzt. Interessant. Interesting und sehr schmächtig hier. So, check, ich komme mit einem doppelten Komet hier. So, was wollte ich hier machen? B, mieses Bett. Fundament, ja klar, Fundament, sicher. Und für die Uschis hier? Kann ich einfach so hinklatschen, oder? Einfach ins Nichts, ja, nur hier, da. Brauche ich für jeden Einzelnes, gell?
Oder schlafen die alle aufeinander? Erstmal klopfen zwei Stunden hier. Ja, du kannst gerne. Was macht er denn? Ja, er schläft, okay. Gut, hol mir Mahlzeit. So. Mal schauen, hier V, baue mieses Bett, okay. Da muss ich mal schauen, dass ich mir vielleicht eine kleine Hütte baue hier. Produktion, primitive Werkbank, Reparaturbank, Aufbewahrung, Nahrung, Infrastruktur, mieses Bett, Bau. Oh, das ist ja mal geil, ja, ist angezeigt hier. Holzfundament, ja, bauen wir mal so ein kleines Häuschen dahin.